Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Witcher 3. Jetzt habe ich gerade dieses kleine Video vorher noch laufen lassen und habe die Luft angehalten. Wirklich, damit ich keine Geräusche mache. Deswegen muss ich jetzt kurz durchatmen. So, wir haben noch eine Quest auf dem Weg nach Novigrad. Und dann schauen wir uns mal in dieser Riesenstadt um, die voller schöner kleiner Quests ist, voller schöner kleiner Gewinnspiele und voller Charaktere. Die ist ziemlich cool. Da kann ich mich noch an vieles erinnern. Ich tue so, als ob ich das Spiel vor 20 Jahren gespielt hätte. Dabei war das wahrscheinlich irgendwann letztes Jahr. Aber es ist schon wieder Ende dieses Jahr. Das heißt, letztes Jahr ist schon fast vorletztes Jahr. War das überhaupt letztes Jahr oder war das diesen Sommer? Ach, wenn man mal so alt ist wie ich, dann spielt Zeit kaum noch eine Rolle. Paar Jahre hin oder her. Ich habe witzigerweise erst vor kurzem mit meiner Freundin drüber geredet, wie lange wir wohl schon zusammen sind. Wir wissen es beide nicht so genau. Es müssen mehrere Jahre sein. Aber wir haben beide keine Ahnung, wie viele. Aber so grob schätzen können wir es immerhin. Mir geht es auch oft so, dass ich vergesse, wie alt ich bin. Also in letzter Zeit jetzt nicht mehr so oft, aber ich musste schon ganz oft nachrechnen, wie alt ich bin, weil ich es nicht mehr wusste. So ein paar Jahre hin oder her, keine Ahnung. Also meistens ging es immer nur um ein Jahr hin oder her. Aber ja, so kann es gehen. So, nur gerade mal 100 Meter, 100 Schritt von hier entfernt. Das können wir zu Fuß gehen. Da müssen wir plötzlich nicht bemühen. Warum haben wir eigentlich unser Schwert in der Hand? Was soll das? Was sollen denn die Leute denken, wenn wir hier schwer bewaffnet mit unserem Schwert in der Hand durch die Gegend sprinten? Hey, Questgeber! Hexer, Hans Verdun, weißt du noch, du hast mich vor den Ertrunkenen gerettet. Damals hatte ich kein Geld, aber das sieht jetzt anders aus. Geld, das den Flüchtlingen gehört hat, ist die Rache süß? Ich dachte mir, dass du deine Belohnung noch holen kommst. Ich zahle natürlich, du hast mir das Leben gerettet, da gibt's kein Vertun. Aber wenn du Prügel willst, kannst du die natürlich auch haben. Ja, ich kann mich an den erinnern, der war am Ufer und ich habe den gerettet, der war gefesselt. Ich habe, glaube ich, Ertrunkene getötet, wenn mich nicht alles täuscht, auf jeden Fall habe ich ihn befreit. Und jetzt merke ich, schlechte Entscheidung, naja. Ich hätte dich dort lassen sollen, gefesselt am Ufer. Tja, man kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber ich will dafür sorgen, dass dein Gewissen dich nicht lange quält. Auf ihn! Und ich will dafür sorgen, dass du brennst. Tja, kurz und schmerzlos. Na komm, du kannst jetzt noch laufen. Oh oh, schlechte Entscheidung. Schmerzhaft. Okay. Naja, das war's dann auch wieder. Wenigstens haben wir auf die Art, so muss man es sehen, seine Mitstreiter, seine Handlanger gleich mit erwischt. Sonst wären die ohne ihn wahrscheinlich noch jahrelang hier in der Gegend unterwegs gewesen und hätten alles unsicher gemacht. Und so haben wir jetzt alle auf einen Schlag erwischt. Ist doch auch nicht schlecht. Natürlich mussten dafür jetzt wieder Leute sterben und leiden. Das ist natürlich weniger als schön. Aber es war so und so, wäre es eine Lose-Lose-Situation gewesen. Was soll man machen? Was soll man machen? Es hilft alles nichts. Plötze, bring uns mal weg von hier. Aber wer rechnet denn auch mit sowas? Also, ich habe mit sowas gerechnet, als ich ihn gerettet habe, ganz einfach, weil das hier ein Videospiel ist. Also wäre in dem Film auch so. Ich dachte mir halt, das muss dramaturgische Konsequenzen haben, dass ich den rette. Und höchstwahrscheinlich ist er irgendein ganz schrecklicher Mensch, der jetzt weiterhin Verbrechen verübt deswegen. Aber ich habe mir halt trotzdem gedacht, ich kann den doch jetzt nicht hier einfach sitzen lassen. Der könnte, ich meine, jetzt realistisch gesehen, könnte das jeder sein.
Also, ich meine, natürlich befreie ich den, bevor der von irgendwelchen Ertrunkenen gefressen wird. Wer weiß, wer wie was ihn dahin gesetzt hat. Ich meine, natürlich hat er mir nicht die Wahrheit gesagt und so, aber ich kann es ja nicht überprüfen. Ich kann ihn ja nicht nur wegen einem blöden Gefühl töten. Also, sterben lassen wäre in dem Fall, finde ich, gleichbedeutend mit töten. Das kannst du hier nicht tun. Was kann ich hier nicht tun? Hallo. Oh. Hier haben wir eine Quest. Was ist hier los? Was ist hier los? Ich glaube, die Dame legt keinen Wert mehr auf eure Begleitung. Dame? Welche Dame? Hast du die Ohren gesehen? Elfen. Jedes Kind weiß, dass Elfen nichts Gutes im Schilde führen. Ich führe nichts im Schilde, ich schwör's. Ich möchte nur Wasser holen. Und wie willst du Wasser holen? Wo ist dein Krug, hä? Wo ist dein Eimer? Tja, da rede ich gerade noch, dass ich Leute nicht wegen blöden Gefühlen oder komischen Verdächten verurteilen kann. Und dann machen die schon genau das aus unerfindlichen Gründen, weil sie was gegen Elfen haben. Ja, ich meine, ich könnte jetzt sagen, erzähl die Wahrheit, aber was soll das? Was geht die das an, was die vorhat? Lass die einfach machen, was sie will. Lasst sie in Ruhe. Welches Recht hast du, mir Befehle zu erteilen, hä? Lass uns gehen, Radi. Töten ist wie ein Wimpernzucken für Hexer. Du kannst durchatmen. Es ist vorbei. Vorbei? Für dich vielleicht. Du ziehst fröhlich weiter. Aber ich werde hier bleiben müssen. Und sie auch. Wer sie? Trotzdem gern geschehen. Hör auf, so viel Dankbarkeit ist zu viel für mich. Was für Manieren. Da sind uns die älteren Rassen wirklich um einiges voraus. Was erwartest du denn? Bezahlung? Oder dass ich dir in die Arme falle und vielleicht die Beine für dich breit mache? Geh, wat gern. Und vergiss nicht. Wir wollen und brauchen dein Mitleid nicht. Ich weiß zwar nicht, was ein Watt gern ist, aber es ist bestimmt nichts Gutes. Naja. Was soll's? Zwielichte Person. Ein Schiff nach Skellig wird mir automatisch immer ausgewählt, wenn ich keine Quest aktiv habe. Dabei will ich überhaupt nicht nach Skellig. Niemand will nach Skellig. Ich will mit den Wirten in Novigrad Karten spielen. Ta-ta-ta-ta-ta. Und wir machen natürlich alles, was sich auf dem Weg so anbietet. Aber jetzt gehe ich erstmal direkt zum Kartenspielen. Da ist ein Händler in dem Haus. Ich weiß aber nicht, wie ich in das Haus komme. Das alte Problem. Hier vielleicht. Ah, das sieht gut aus. Nein, abgeschlossen. Okay, aber hier. Nein, auch nicht. Oh Mann. Immer das Gleiche. Aber das ist das richtige Haus. Also entweder gibt es da irgendwie noch einen anderen Eingang. Wieso ein Halsabschneider? Na gut, dann gehen wir nicht da rein einkaufen, weil anscheinend geht's nicht. Ah, Moment, hier könnte es noch sein. Ihr Schwätz. Ah! Na gut, nein. Dann könnt ihr mich alle mal. Einen schönen Tag. Selber einen schönen Tag. So, ah ja, hier sind wir an einem Markt. Dann gehe ich doch hier mal zum Kräuterhändler. Willkommen, willkommen. Der hat einen coolen Bart. Was hast du denn da? Was hast du denn da? Was für eine komische Aufforderung zum Handeln. Das hat sich eher angehört, als möchte ich ihn irgendwie verarschen. Beziehungsweise als möchte ich ihn darauf aufmerksam machen, dass er irgendwas Komisches hat. Oder irgendwas Komisches auf jeden Fall hinterfragen und nicht mit ihm handeln. Da war die Betonung ein bisschen komisch. Was hast du denn da? Das sagt man doch nicht, wenn man handeln will. Ach ja, der kauft meinen ganzen Plunder. Hurra! Na dann, hier, altes Schafsfell, bitteschön. 7 Flaschen. Das Xenoglas, der gibt mir auch nur 18 dafür. Ich dachte, der wäre da eher anfällig dafür.
Ja, hier, Weihrauch, kannst du für eins haben. Den Talisman verkaufe ich jetzt auch nicht für ein Gold, weil der ist gelb, der könnte mehr wert sein. Der hat echt ordentlich Kohle, der Kerl, aber jetzt die ganzen Bärenfälle da unten, die 8, die haben ihn jetzt doch ruiniert. Was heißt ruiniert? Er investiert ja in seine Zukunft, aber jetzt gerade ist er halt pleite. Na gut, nicht mehr zahlungsfähig. Dann vielen Dank fürs Handeln und jetzt spielen wir Quint. Und zwar um viel Geld. Wie wäre es mit einer Partie Quint? Okay, ich schau mal kurz durch, ob ich schon wieder neue Karten bekommen habe, von denen ich gar nichts weiß. Nicht wirklich, nee. Ich glaube, alle sind drin, die man braucht. Okay, auf die Plätze, fertig. Spiel starten. Ich beginne. Na dann, zeigen wir mal meine Karten. Das ist schon mal okay. Den braucht niemand, die sind gut. Ah, sehr schön. Als erstes werfe ich mal Zoltan raus. Tut mir leid, Zoltan, aber du bist eigentlich eine nutzlose Karte. Sonnenschein hebe ich mir auf. Extrem dichter Nebel bräuchte ich nicht unbedingt. Aber den brauche ich wahrscheinlich noch weniger. Ah, und ich habe dafür die Heilerin bekommen. Das ist sehr gut. Okay. Wie fangen wir denn an? Ich glaube, ich spiele einfach mal die zwei blauen Streifen. Und dann schauen wir mal, was er macht. Er spielt irgend so einen Kerl. Na gut, dann weiter. Oh, das ist gemein. Ah, das ist echt gemein. Ein ziemlich gemeiner Zug jetzt gleich mal. Das tut echt weh. Wisst ihr was, aber ich spiele jetzt trotzdem gleich mal Hardcore weiter. Jetzt kommen Bogenschützen halt dann. Ja, aber das war jetzt ein ganz schön gemeiner Zug von ihm. So, aber 20 Stärke ist ja auch nicht ohne. Das soll er jetzt erstmal überbieten. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht. Ach, wisst ihr was? Ich spiele jetzt auch gleich das Horn, weil mehr Stärke kriege ich da sowieso nicht mehr raus als in dem Zug jetzt. So, 40. Und jetzt passe ich dann, wenn er nicht jetzt schon passt. Nee. Oh, er legt mir noch einen Spion rüber. Oh, das sieht gerade echt gar nicht gut aus für mich. Ich muss echt sagen, ich bin beeindruckt. Na gut, passen wir mal die Runde. Wahrscheinlich macht's er jetzt dann auch und schenkt mir die erste. Aber dann kriegen wir wenigstens eine neue Karte durch meine, Nationsfähigkeit. Okay, er holt sich noch mehr Karten. Oh, aber er spielt weiter. Oh, natürlich nicht schlecht. Anstatt dass er auf Nummer sicher geht und sich die Karten aufhebt, verspielt er jetzt alles in der ersten Runde. Was für ein Idiot. Der hätte wahrscheinlich gewinnen können, wenn der jetzt das nicht gemacht hätte. Also wirklich. Na gut. Also das Match hat er mir jetzt geschenkt irgendwie. Tja, nett von ihm. Jetzt hat er noch zwei Karten. Okay. Hier, ich gebe ihm wenigstens den da, damit er nicht ganz so blöd dasteht. Mann, ich hatte echt gedacht, das hätte ich verloren und dann macht er so einen Scheiß. Hätte er mir die erste Runde geschenkt, hätte er in den weiteren Runden jeweils über 20 Stärke aufs Feld bringen können, ohne Probleme. Das war echt ziemlich doof von ihm. Jetzt benutze ich halt seine Spione nochmal gegen ihn, nur damit ich mehr Karten rauskriege, einfach so zum Spaß. Ich weiß schon, ich könnte es jetzt beenden, aber ich bin da jemand, ich spiele mich immer auch gern so ein bisschen damit und schau, auf wie viel Stärke ich maximal kommen könnte, so quasi. Und die beiden sind jetzt auch ziemlich gut gewesen. Ich habe noch einen Spion. Oh Gott. Na gut. Dann ziehen wir das jetzt durch. Ah, jetzt wartet mal kurz. Ich muss wie immer schauen. Gegen Fernkämpfer, gegen Nahkämpfer. Sehr gut. Kann ich beide spielen? Beziehungsweise, doch, ich mach das.
Weil jetzt fallen die alle auf 1. Ah, nein, das war schlecht, weil jetzt funktioniert der eben nicht mehr, weil die Stärke der Angreifer nicht mehr hoch genug ist, sonst hätte ich jetzt alle töten können. Naja, ist ja auch egal. Ich setze noch meine Anführerfähigkeit ein und weiß nicht, spiel das mal noch hier oben und spiel Sonne. Ist gleich vorbei, keine Sorge. Und dann spiele ich Nebel. So, jetzt habe ich die maximale Stärke rausgeholt. 75, na, das war nicht schlecht. Okay. Na gut. Ein kleines Aufwärmspiel vor dem Wirt. Oh, hier haben wir aber auch einen Händler, oder? Er wird mir zumindest angezeigt. Strahlend und herrlich. Sieh an, sieh an. Der weiße Wolf persönlich hier in meiner bescheidenen Finsternis, Hütte. Ihr hässliches Haupt. Was kann ich für dich tun? Ein arglistiger Doppler. Wer schreit denn da so? Ich brauche einen Kredit. Ich will etwas Geld umtauschen. Ja, umtauschen wollen wir wirklich. Ich würde gerne ein paar Kronen umtauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Na dann. Und wie viel habe ich bekommen? Oh, über 1000. Na, das ist doch schön. Mensch, der soll mir nicht so ins Ohr schreien mit seinem bösen... Ach, halt doch die Klappe da hinten. Wir schwören den Bösen ab! Möge die du spielst doch Wind, oder? Oh, na sicher, weil ich ein Zwerg bin, nicht wahr? Glaubst du auch, dass ich jeden einzelnen beschissenen Zwerg persönlich kenne und abends den Minenschacht in meinem Keller weiter ausbuddle? Wie sollen also, sie eine Pestilenz bekämpfen, die ja, ihre Form ich. Ändert? Niemand! Kann sich seines Vaters und Bruders also spielen wir. Und eine einzigartige Karte vielleicht. Warum nicht? Der ist ein Quint-Endboss. Könnte ein Doppler sein. Ich hoffe bloß, dass der Kerl jetzt zu schreien aufhört, während wir hier spielen. Ja, der spielt mit den Skoyatel. Die sind natürlich nicht ungefährlich. Okay, eigentlich ganz nette Karten. Ein Spion am Anfang ist immer gut. Dann behalte ich mir den hier in der Hoffnung, dass ich vielleicht den zweiten kriege. Und schicke auf jeden Fall den hier mal weg. Ah, nicht schlecht. Ah, was mache ich denn jetzt? Fernkämpfer könnte ich brauchen. Vielleicht. Ach, dann schicke ich jetzt den weg. Ich poker ein bisschen. Was habe ich bekommen? Ich sehe es nicht. Ah, da hinten den Belagerungsgerätekerl, glaube ich. Na gut, ich habe auf jeden Fall... Rittersporn, der verdoppelt, glaube ich, jetzt alle in der Reihe. Der wirkt als Horn. Wie heißen die eigentlich? Kriegshorn? Horn des Kommandanten. Okay, ich spiele 2 blaue Streifen. Ich würde jetzt eigentlich gern meinen Spion spielen, aber solange Rittersporn da drüben liegt, mache ich das nicht. Weil sonst würde ich ihm doppelt so viel Stärke schenken, wie eigentlich notwendig ist. Ich will jetzt eigentlich nur ein bisschen mit ihm mithalten, damit er ein paar gute Karten raushauen muss. So, dann spiele ich jetzt noch das Verdopplungshorn. Und ich glaube, sehr viel mehr mache ich jetzt gar nicht mehr. Na, der hat mich jetzt schon überboten. Ja, dieser Rittersporn. Ist halt krass. Schenke ich ihm die erste Runde oder spiele ich noch ein bisschen mit? Ich könnte ihm jetzt die erste Runde schenken, aber wenn ich die ihm schon schenke, dann gebe ich ihm auch gleich noch den Spion rüber. Na schade, ich hätte echt gedacht, ich könnte ihm jetzt noch ein bisschen mehr rauslocken. Aber, Glück gelaufen. Okay, Spion, hier. Okay. Oh ja, mach das. Ah, das ist gut. Okay, jetzt war das echt eine teure erste Runde für den. Er hat nur noch 4 Karten. Das ist sehr gut. Die kann er gerne haben, die erste Runde. So. Ausgezeichnet. Dann zeig mal, was du noch hast. Okay, nicht gerade die Welt. Ich fange jetzt mal ganz chillig mit so einem Katapult hier an, mit so einem Tribok. Und er passt schon.
Okay. Dann würde ich sagen, gehört die Runde mir. Das heißt, eine neue Karte für mich. Oh, sehr schön. Okay, jetzt kriege ich einiges an Stärke nochmal zusammen. Ich habe halt keinen Sonnenschein. Ach, aber unmöglich. Unmöglich, dass der jetzt noch mehr Stärke zusammenkriegt wie ich mit seinen drei Karten. Halte ich für unmöglich. So, denn wir haben jetzt eine ganz schöne Power bei den Belagerungsgeräten, wenn ich alle Karten gespielt habe. Okay, der hat gar nichts mehr. Und nur so zum Spaß hole ich mir jetzt, weil ich es kann, die Heilerin nochmal zurück auf die Hand und spiele die nochmal. Nur damit ich jetzt einen blauen Streifen zurückholen kann, damit ich das Horn nicht verschwende. Das hier meine ich, weil ich habe ja noch ein zweites, das ich noch spielen kann, kostenlos. Also, warum nicht so? So, dann noch den und dann noch die anderen beiden. Dann komme ich wieder auf eine ganz schön irre Stärke. Ich mache das wirklich immer sehr gerne, dass ich einfach sehe, wie stark ich eigentlich werden könnte. 76 ist echt nicht schlecht. Okay. Das war ein luschiger Boss. Der hat in der ersten Runde echt doof gespielt. Finde ich. Ich kann mich nicht entsinnen, wann ich zuletzt so zerlegt wurde. Die Karte gehört dir. Du hast dein Bestes versucht. Sag, wo könnte noch lohnende Karten die heilige Da ist zum Beispiel die Marquis Serenity. Sie gibt nicht an damit, aber sie hat eins der besten Blätter der Stadt und kann verflucht gut damit umgehen. Ich weiß, wovon ich rede. Okay, interessant. Gut zu wissen. So, ich würde sagen, wir beenden jetzt mal hier die Folge für heute und in der nächsten Folge versuche ich alles, um diesen nervigen Prediger da vorne zum Schweigen zu bringen. Mal schauen, ob wir mit dem irgendwie interagieren können. Ich werde jetzt mein Schwert nicht ziehen und den töten, glaube ich. Ich glaube, die Stadtwachen finden das nicht geil. Aber mal schauen, ob wir irgendwas machen können mit dem. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Die nächsten Folgen werden sehr gewinnlastig. Schon mal eine Warnung. Aber halt nicht nur. Nicht nur. Es kann gut sein, dass ich auf dem Weg dahin wieder zwei, dreimal abgelenkt werde. Und dann stolpern wir in irgendwelche anderen Quests. Wer weiß. Aber, ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.